Und dann kommen wir zum zweiten, das ist jetzt aus dem Anwendungsfach Ubiquitous Computing im vergangenen Durchlauf. Pascal Knierim, Steffen Musiol und Jens Nickels, alles Master der Medieninformatik, und die haben eine Suchmaschine gebaut, die ein bisschen anders funktioniert als Google. Ja, hallo, Dankeschön. Von uns auch erstmal herzlich willkommen zum Streiflicht, zum diesjährigen. Wir steigen am besten gleich kurz ein mit dem Team. Der Mann in Grün heute ist Pascal und der Mann im T-Shirt ist Steffen, meine Wenigkeit ist Jens. Und wir fangen einfach direkt mit einem Video an. Everybody knows the problem. You wake up in the morning, grab your cup of coffee, and then you realize that you missed something important. Now you have to waste your time with searching. Didn't I tell you? You know the situation. We are proud to present you FIMES, the solution for your everyday problem. FIMES is a configuration of at least 4 different modules. First of all, the starter kit. Here you can easily register new users and stuff to FIMES, a server which saves all the data and offers you worldwide access to your personal FIMES system. A furniture, which helps you to locate your lost stuff. Of course, you can add more furniture by plug and play. And at last, the stuff itself. Everything you don't want to lose anymore can be equipped with FIMES technology. Sure, you can have a lot of stuff in your FIMES system. Now, the same morning with FIMES. You just have to log into FIMES, type in whatever you're looking for, and let FIMES search for you. FIMES will report you the location of the stuff relatively to the furniture in your room. Furthermore, the stuff can start bleeping if it's really hard stashed. With FIMES, you will find your stuff much more faster. FIMES uses 2 different technologies for locating your stuff, ZigBee and RFID. Our hardware platform is based on Arduino. The starter kit is equipped with all of these technologies. Here you can authenticate yourself with your personal RFID tag. Just add this piece of technology to all of your personal belongings and you will find them instantly. Our furniture prototype is based on a standard IKEA dresser. All the hardware is installed in the second tray. The registration of new users and stuff is quite simple and requires no special knowledge. For locating stuff within furniture, RFID is used.
A simple light signalizes you where you can find your stuff. Besides to the feedback given by the furniture and the stuff, the location is also shown on your personal FIMES website. If stuff is not within a furniture, FIMES uses Zigbee to scan your surroundings and locate your stuff. The more furniture you have, the more precise the result will be. Also jetzt gerade im Video habt ihr schon mal so ein bisschen Eindruck bekommen, was wir machen, also sozusagen eine Search Engine für Objekte. Im Folgenden wollen wir jetzt nochmal kurz auf die wichtigsten Features eingehen. Danach erzählen wir nochmal ein bisschen was über die Technik und am Ende gibt es dann noch eine kleine Demo, damit wir euch zeigen, das funktioniert wirklich, was wir da im Video zeigen. Wir erzählen euch da keinen Schmuh. Ja, fangen wir mal an. Also, Lokalisierung von Objekten. Die meisten Ansätze sind eher so, man will die Sachen möglichst genau lokalisieren, am besten in irgendeinem Koordinatensystem oder so. Wir haben uns gesagt, was bringt uns das eigentlich? In so einem Raum, wenn wir hier sagen, okay, es ist 3 Meter Nord, 2 Meter Süd, muss man sich erstmal alles umrechnen. Was wollen wir also haben? Wir wollen sagen, hey, der Schlüssel, den du gerade suchst, der liegt zwischen der Couch und dem Schrank jetzt zum Beispiel. Das heißt, wir wollen eine relative Positionierung. Dafür benutzen wir als Referenzpunkte wirklich die Möbel im Raum. Dementsprechend ist auch, je mehr Möbel man dann im Raum hat, desto besser wird natürlich auch unser Ergebnis, desto eine bessere Aussage können wir machen. Das heißt, man muss Möbel hinzufügen können dem ganzen System. Und damit das möglichst gut läuft, haben wir noch ein komplettes Plug-and-Play-System eigentlich da eingebaut. Das heißt, wir können man bekommt eine Malmkommode jetzt hier zum Beispiel, baut die auf mit der gesamten Technik drin, schließt das Ding an, das meldet sich beim System an automatisch, scannt die Umgebung, was für Möbelstücke sind hier schon, wie stehe ich zu denen in Bezug, sendet das Ganze an unser System, das System trägt es automatisch ein und das kann ohne noch, dass der Benutzer es irgendwie händisch in eine Map oder sowas eintragen muss, von da an dann verwendet werden. So, Plug and Play ist natürlich ein Part dann noch vom nächsten. Benutzerfreundlichkeit, intuitive Bedienung, das war ein ganz wichtiger Aspekt, gerade im Bereich Ubiquitous Computing. Einmal das Plug and Play Konzept und ein anderes Benutzerschnittstelle ist hier unser Starter Kit. Wie man gerade im Video auch schon gesehen hat, Bedienung, sehr intuitiv. Man muss nur das, was man ins System haben will, drauflegen. Der Rest wird vom System automatisch erledigt. Und auch unsere Web-Oberfläche, die man auch im Video kurz gesehen hat, ist möglichst einfach gehalten, ein bisschen angelegt an bekannte Suchoberflächen, damit der Benutzer sich einfach sofort zurechtfindet. Ja, das sind so unsere Hauptfeatures und Pascal wird jetzt also noch ein bisschen was über Technik erzählen. Danke. Zur Technik haben wir 2 verschiedene Technologien eingesetzt. Für die Suche, und zwar zum einen RFID. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt aktive Transponder im Endeffekt und passive. Wir haben uns für passive entschieden, weil der große Vorteil ist, dass sie keinen Strom verbrauchen. Sprich, wenn wir jetzt Stuff im Endeffekt in Schubladen oder auf Regalböden suchen wollen, dann wird gar kein Strom verbraucht. Sprich, unsere Tags sind extrem lange autonom. Das ist die eine Technologie. Die andere, wenn es jetzt nicht in der Schublade liegen sollte oder auf dem Tisch, dann verwenden wir Zigbee. Das ist ein Standard, der auch in Mesh-Netzwerken eingesetzt wird und Sensornetzwerken, ist auch extrem stromsparend und deswegen können wir wiederum sehr lange die Tags mit Batterien betreiben. Genau. Großer weiterer Vorteil ist, dass das Netzwerk sich selbst erhaltend ist, sprich, wenn mal ein Knoten ausfällt, dann bricht nicht sofort das ganze Netzwerk zusammen, sondern es bleibt weiterhin stabil. Genau so. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserer Demo. So.
Genau, also wir fangen einfach mal mit einer kleinen Demo an, ganz intuitiv am Anfang. Wir gehen davon aus, ihr habt euch das FIM-System zugelegt, zu einem unschlagbar günstigen Preis selbstverständlich, und wollt das Ganze jetzt nutzen. Das hier, was ihr hier in meiner Hand seht, ist der Stuff, ja, also das, was wir lokalisieren. Das ist zurzeit noch ein bisschen groß. Prototyp. Ja, geht schon deutlich kleiner, wollte ich einfach nur erwähnen. Das Registrieren von diesem Stuff, wie gesagt, ziemlich intuitive Sache. Das ist ein RFID-Tag, damit authentifiziere ich mich als Benutzer hier an unserem Starter-Kit. Ihr seht die gelbe Lampe. Alles, was hier übrigens an Kommunikation abläuft, ist gesichert. So, jetzt blinkt es grün, jetzt lege ich den Tag hier drauf. Zur Identifizierung bzw. zum Registrieren. An Kommunikation, was hier stattfindet, wie gesagt, wir nutzen ja zum Beispiel diese Zigbee-Kommunikation, ist alles verschlüsselt. Da haben wir auch sehr hohen Wert drauf gelegt. Hat schon grün geleuchtet, oder? Fantastisch. Das war das optische Feedback im Prinzip, dass der Stuff jetzt im System schon drin ist und er kann ab jetzt im Prinzip schon lokalisiert werden. Genau, und dann fangen wir jetzt einfach mit der nächsten Demo an. Das machen wir, glaube ich, auch, oder? Steff, du unterstützt mich beim Suchen, ja? Dann muss ich nämlich das nicht selber eingeben. Wir legen den jetzt hier einfach mal hin. Oder ich lege ihn hier hin, da fällt er zumindest nicht runter. Oh, alter Schwede. Genau, also Steff ist jetzt an unserer Web-Oberfläche, die ihr hier seht, sehr einfach gehalten, und wir suchen jetzt einfach mal unseren Gegenstand. Die Suche wird gestartet. Muss nochmal starten. Vorführungseffekt. Grüße an Thomas übrigens. Oh, das sieht gut aus. Nein. Nein. Okay. Dann gehen wir die Demo eben in der Theorie durch. Ist echt ein bisschen schade, aber ja, Stichwort Prototyp nochmal. Okay, also in der Theorie hätten wir jetzt diesen Gegenstand da drüben lokalisiert. Wie es funktioniert ist, dass sich unser Starter-Kit sendet im Prinzip ein spezielles Paket aus und meldet sich bei dem gesuchten Stuff und sagt ihm, hey, du wirst gesucht. Woraufhin der gesuchte Stuff einfach anfängt, Beacons auszusenden. Ja, ihr arbeitet ruhig weiter, vielleicht funktioniert es noch. Der Stuff fängt dann eben an, Beacons auszusenden, die dann alle Möbelstücke, die in dem System drin sind, aufsammeln und eben die entsprechende Signalstärke berechnen. Und wir dann mit einem speziellen Logarithmus, der dann auf unserem Server läuft, im Prinzip ausrechnen, wo relativ gesehen sich der Stuff befindet. Wie wir im Video auch schon erwähnt haben, desto mehr Möbelstücke dann in diesem System drin sind, desto genauer wird die Geschichte. Insofern intuitiv, weil dann ja einfach mehr Referenzpunkte im System drin sind. Pairing einfach machen? Ich denke, wir können es probieren zumindest. Okay, dann probieren wir das. Also, ja, genau, also jetzt, wenn die Suche nicht funktioniert hat, wir hätten im Endeffekt jetzt nur mit dem Starter-Kit gesucht beim ersten Mal, um euch danach den Effekt zu zeigen, was passiert, wenn wir jetzt ein weiteres Möbelstück kaufen, sprich wir haben noch mehr Knoten, auf der wir dann die Suche realisieren können. Das ist jetzt unser Starter-Kit, nachdem man einen Stecker reingesteckt hat, fängt ihr dann an blau zu leuchten und sagt, ich möchte jetzt registriert werden, mich ins System integrieren.
Und dann haben wir unseren Admin-Key im Endeffekt. Unser Orangener, der des Öfteren schon verschwunden ist, aber der alle wichtigen Daten enthält, wie zum Beispiel den WLAN-Schlüssel. Da ist der, wunderbar. Dankeschön. Genau. Und wir haben jetzt im Endeffekt diesen Tag und wir authentifizieren uns jetzt hier an der Kommode im Endeffekt. Wir haben hier wieder einen RFID-Reader drin, der ist schön versteckt. Sprich, und dann geht es auch schon los. Die Kommode misst sich jetzt im Endeffekt ein und sendet Daten aus und orientiert sich im Endeffekt jetzt hier im Hörsaal, wo stehe ich, wie stehen die anderen Möbelstücke zu mir, damit ich es danach halt nicht irgendwie jetzt noch auf einer Karte setzen muss und sagen muss, okay, das steht jetzt rechts vom Starter-Kit oder links vom Starter-Kit. Und wenn das alles erfolgreich funktionieren würde, aber ich glaube irgendwie unser Server hat irgendwie echte Schwächen heute, dann würde im Endeffekt jetzt Feedback gesendet werden und wir haben hier vorne die... Okay, wir haben den Server neu gestartet. Alles klar. Okay, willst du einfach nochmal ganz normal nach dem da hinten suchen? Ja, er hat den Server, glaube ich, nochmal neu gestartet. Dann ist die Session natürlich abgelaufen, das ist klar. Okay. Ja, es hat geblinkt. Es ist eigentlich nur die Geschichte, dass es diese Beacons aussendet. Aber das System lässt uns gerade wirklich im Stich. Das Ergebnis ist da, aber das System lässt uns ein wenig im Stich. Das Ergebnis ist auch richtig. Es ist nämlich aus eurer Sicht rechts. Also das System funktioniert. Wenn es jetzt noch einfach schön aussieht, dann... Okay, also gehen wir davon aus, die Suche war erfolgreich. Sieht ein bisschen schöner aus, aber das Ergebnis ist richtig. Das ist letzten Endes erstmal alles, was zählt. Und jetzt führen wir dieses Pairing durch, was Pascal schon gesagt hat, einfach um zweites Möbelstück in unser System einzufügen. Ich rede jetzt auch einfach ein bisschen schneller, weil wir wahrscheinlich schon ein bisschen über dem Zeitlimit sind, was uns gesetzt worden ist. Das Pairing wird jetzt durchgeführt, man erkennt es an dieser Lampe, die so ein bisschen atmet. Ja, also wie gesagt, das Möbelstück misst sich ein. Ja, und das Pairing war auch erfolgreich. Wir gehen jetzt die zweite Möglichkeit durch, wo man einen Gegenstand verstecken kann oder verlieren kann vielmehr, und zwar im Möbelstück. Ja, dazu legt Pascal den Gegenstand einfach mal in das Möbelstück rein und Steffen probiert ihn mal zu finden. Ja, und auch das funktioniert. Und man hat optisches Feedback. Das ist das, was auch ganz wichtig war. So, hat auch funktioniert. Es funktioniert. Fantastisch. Jetzt, wie gesagt, zweites Möbelstück im System drin. Und jetzt probieren wir das Ganze einfach mit den relativen Positionen mal aus. Es wird immer erst im Furniture gesucht. Nee, das war nichts, Steff. Es wird immer erst im Furniture gesucht und dann außerhalb des Furnitures. Wir haben da quasi eine Art Schalenmodell implementiert, was auch beliebig erweiterbar ist. Also wenn jemand noch eine coole Idee hat, wie man Gegenstände darüber hinaus lokalisieren kann, mit einer anderen oder mit einer weiteren Technik, ist es problemlos erweiterbar. Server will nicht. Ist das echt mit Chrome oder was? Ja, also ich glaube einmal wollen die zwei noch, aber dann gebe ich das Mikro her und Entschuldigung. Nee, das ist dieser fantastische Vorführeffekt. Ja. Okay, es ist auf jeden Fall between, das ist ja schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, wir haben das System eigentlich auch ausgiebig getestet, auch schon hier in dem Raum getestet. Es ist eigentlich unabhängig vom Raum.
Und das funktioniert eigentlich eine Spur zuverlässiger. Aber natürlich kann ich viel erzählen, wenn es in der Demo da nicht klappt, ist immer ein bisschen schlecht. Okay, dann geben wir jetzt das Mikro dann auch endlich mal ab. Dankeschön auf jeden Fall. Danke für die Geduld. Ja, vielen Dank, die dreien. Das war ein Musterbeispiel, wie das Anwendungsfach Ubiquitous Computing so abläuft. Man rutscht auf den Knien im Dreck rum und programmiert auf Laptops. Und muss viel Geduld mitbringen. Also alle, die jetzt mit dem neuen Durchlauf starten, der jetzt gerade losgeht, die können sich jetzt noch schnell überlegen, ob sie da weitermachen wollen. Aber hinterher funktioniert es meistens.